Moin Moin, hier ist Adonis. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was ich mit euch starten werde. Und zwar spielen wir Minecraft im Hardcore-Mode. Stelle ich auch hier gleich mal ein. Nebenbei zu unserem normalen Minecraft-Projekt mit der WTF, was wir machen, wobei wir immer ein bisschen im Gucken sind. Let's Show, Let's Play. Arbeiten wir immer noch so ein bisschen dran. Wir spielen hier aber jetzt im Solo die Hardcore-Version. Heißt, wenn wir sterben, sind wir tot und die ganze Map, ja, ist weg. Gucken wir mal. Cheats gehen sowieso nicht beim Hardcore-Mode. Bonustruhe gibt es auch nicht. Bauwerke machen wir mal an. Seed lassen wir einfach mal weg. Wir erstellen einfach mal die neue Welt und gucken, was uns das Ganze hier so bringt. So, frisch upgedatet auf 1.6.2, deshalb kein Texture Pack, keine Mods, gar nichts. Wir spielen auf pur Minecraft und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einfach mal einen Ort, wo wir anfangen, uns ein Leben einzurichten sozusagen. Ich habe auch eine kleine Liste erstellt, was wir alles machen, weil man braucht ja auch ein bisschen Herausforderung. Deswegen habe ich mir so gedacht, wir bauen uns ein Haus, eine Plantage. Ja, ein mehrstöckiges Haus wäre, glaube ich, am besten, weil sonst haben wir ja keine wirkliche Herausforderung, wenn wir da so ein Ding aus einem 3x3, ne, Feld bauen, Haus. Das ist ja nicht wirklich sehr anspruchsvoll. Tiere zähmen werden wir auch. Versuchen uns natürlich, ja, Schweine. Pferde gibt es ja jetzt seit 1.6, da werden wir uns auf jeden Fall eins zähmen. Ich fange jetzt auch zum ersten Mal an mit der 1.6 zu spielen, weil ich sonst immer nur, gerade wegen der ganzen Mods, die wir installiert haben und Texture Packs und so weiter, Shader, immer auf 1.5 gelassen haben. Jetzt einfach mal upgedatet. Was haben wir da denn? Ein rosa Schaf. Rosa Schaf. Einfach so. In der Wildnis gibt es das. So, war das nicht gerade irgendwo? Vielleicht werde ich das hier auch erstmal nur als Testaufnahme verwenden. Weil das Wetter gerade draußen ziemlich schön ist und ich eigentlich nicht so die Lust habe, bei dem Wetter drinnen zu hocken. Deswegen gucken wir einfach mal, wenn es gut läuft, nehmen wir die Aufnahme, wenn nicht, dann eben nicht. So, hier haben wir ein Schneebiom. Ich habe eigentlich gar keine Lust, ein Schneebiom zu bauen. Verschneite Landschaften finde ich jetzt hier nicht so schön. Häuser, Plantagen, verschneite Plantagen ist nicht so das Wahre. Wir suchen einfach mal weiter. In welche Richtung gehen wir denn? Gut, wenn wir nicht mal was zu essen finden. Naja, noch geht's, aber irgendwann. Ja. Mit der Hand draufhauen ist natürlich auch nicht das Wahre. So, Pilze. Wie machen wir das denn? Wir kloppen uns einfach mal hier ein bisschen Holz raus. Bauen uns damit die elementaren Sachen. Crafting Table und so weiter und so fort. So, den nehmen wir auch noch. Den machen wir zuerst. Eine Werkbank. Fortgeschrittenes Handwerk. Errungenschaft erzielt. Juhu. So, das nehmen wir wieder mit. Stellen uns die Werkbank da mal eben hin und bauen uns, ja, 4 Schüsseln. Und mit dieser Schüssel und den Pilzen haben wir uns jetzt eine schöne Pilzsuppe gekocht, naja, hergestellt. An einer Werkbank, sehr schön. So, genau. Ich nehme nochmal hier, den nehme ich auch nochmal mit. Wer weiß, wozu man den noch gebrauchen kann. Wahrscheinlich zum Essen, ja. So, da haben wir schon gleich den ersten Creeper. Ja. Gut, wenn das so weitergeht, dann spielen wir dieses Projekt nicht sehr lange. Da ist hier überall Schnee. Am besten wäre ja so eine etwas flachere Ebene, wo wir uns dann, oder wo wir erstmal unser Lager aufschlagen können. Aber Leitung.
irgendwo ein Haar komme, dann muss ich echt aufpassen, wenn ich hier irgendwo runterspringe, wegen des Schadens. Weil normalerweise macht man das einfach so und ist das schon Diamantrüstung und so weiter und so fort, hat man ja alles irgendwann wieder relativ schnell. Achso, auf der Liste noch. Ein Untergrundportal werden wir jetzt noch versuchen zu bauen. Damit wir auch mal ein paar Höhlenmissionen starten sozusagen und versuchen Obsidian abzubauen. Im Hardcore-Mode ganz lustig, glaube ich. Weil man echt aufpassen muss. So, da haben wir auch schon eine Höhle und da ist ein Creeper drin. Ich möchte allerdings... Möchte ich? Nee, möchte ich nicht. Ja. Das sieht doch schon vielversprechender aus. Jetzt haben wir wieder eine leere Schüssel. Zack. Jo. Endlich kein Schnee mehr. Eine nette Schlucht. Man könnte ja hier in der Nähe bleiben. Dann haben wir nämlich gleich alles hier. Dann können wir da in die Schlucht rein und uns da mit Ressourcen versorgen. So. Ich fange mal an, ein bisschen Holz zu hacken mit meiner Hand. Werkzeuge brauchen wir. Fangen wir mal damit an. Und mit dieser schicken Holzspitzhacke wagen wir uns einfach mal. Na, hier runter ist, glaube ich, eine nicht so gute Idee. Ich suche mal irgendwo anders, wo wir einfacher an Holz rankommen. Kann man ja später nochmal zurückgehen. Wer weiß, wo wir überhaupt noch landen. Der Tag ist ja noch jung. Naja. Au, genau das meinte ich. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Wir hacken einfach mal munter drauf los. Plötzlich Licht. Ein Schwert wäre vielleicht eine auch gar nicht so schlechte Idee gewesen. Naja, groß scheint das hier ja nicht zu sein. Aber immerhin. Jetzt mal ein paar Steine besorgen, damit wir uns vielleicht gleich noch schon eine kleine Behausung bauen können. Weil, wenn es dunkel wird, sollten wir drinnen sein und nicht unbedingt hier draußen. Da fällt mir gerade ein. Ich werde jetzt mal... ein Steinschwert bauen. Plus 5 Attack Damage. Aha. Ah, so ist das jetzt also. Ich verstehe. Dann bauen wir uns eine Steinspitzhacke. Nehmen dann auch gleich nochmal eine Schaufel. Und die Axt. Mensch, okay, jetzt haben wir wieder keine Sticks mehr, aber das lässt sich ändern. Schaufel. Da sollst du hin. Gut, aber ich würde sagen, diese... okay, Holzspitzhacke verbrauchen wir nochmal. Wir sollten vielleicht den Crafting Table nochmal wieder mitnehmen. Zack, geht alles schon viel schneller. Und wir hacken hier einfach mal mit der noch vorhandenen Holzhacke ein wenig die Steine weg. Wie
wie schnell sich so ein Holzhacker auch verbraucht. Das ist echt unglaublich. Wir wagen uns, glaube ich, mal ein bisschen tiefer, gucken, dass da keine Monster sind. Da haben wir nämlich schon Kohle, 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 die brauchen wir. Machen wir uns gleich mal hier ein paar Fackeln. Damit man noch mal ein bisschen was sieht. Kohle ist raus, Eisen nehmen wir natürlich auch mal mit. Dann können wir gleich anfangen mit dem Eisenwerkzeug, das ist ja auch wunderbar. Ja, sehr schön. So, ich verbrauche nochmal eben die Holzhacke, wie gesagt, wollte ich ja gerade noch machen, weil die einfach hier in dem Inventar rumfliegen zu lassen, ist glaube ich auch Platzverschwendung. Holzhacken brauchen wir nie wieder. Höre Viecher. Dann werde ich meine 7 Sachen packen und mich aus dieser Höhle entfernen. Das ist ein Schwein, das ist auch schon mal gut. Dann Fleisch mitnehmen. Schafe wären nicht verkehrt. Brauchen Bett. Und wir die Nacht. Oh ja. Zwei haben wir schon.